Angedacht zwischen Rhein und Reben. Impulse aus dem Kirchenbezirk Germersheim. Na, ist das nichts zum Staunen. Heute sieht Angedacht zwischen Rhein und Reben mal ganz anders aus. Wir möchten Sie einladen zu einem Perspektivwechsel. Seien Sie gespannt, was jetzt auf Sie zukommt. Ja, Perspektivwechsel ist ein schönes Thema, lieber Michael. Es ist Frühling, die Sonne scheint und ich habe auch mal die Perspektive gewechselt von drinnen nach draußen. Passend zum Thema habe ich hier sogar eine kleine Geschichte von Hermann van Ween mitgebracht. Als Gott wieder mal nach Hause ging, war es sagenhaftes Wetter. Und das Erste, was Gott tat, war die Fenster sperrangelweit zu öffnen, um sein Häuschen gut zu lüften. Und Gott dachte, vor dem Essen werde ich mir kurz noch die Beine vertreten. Und er lief den Hügel hinab zu jenem Dorf, von dem er genau wusste, dass es da lag. Und das Erste, was Gott auffiel, war, dass da mitten im Dorf während seiner Abwesenheit etwas geschehen war, was er nicht kannte. Mitten auf dem Platz stand ein Gebäude mit einer Kuppel. Und Gott rannte mit Riesenschritten den Hügel hinab, stürmte die monumentale Treppe hinauf und befand sich in einem unheimlichen, nasskalten, halbdunklen, muffigen Raum. Was ist das hier? Das ist das Haus Gottes, mein Freund. Wenn das hier das Haus Gottes ist, Junge, warum blühen hier dann keine Blumen? Warum strömt dann hier kein Wasser? Und warum scheint dann hier die Sonne nicht, Bürschchen? Das weiß ich nicht. Kommen hier viele Menschen her? Es geht in letzter Zeit ein bisschen zurück, mein Freund. Die Menschen denken heutzutage, dass sie selbst Gott sind und sitzen lieber auf ihrem Hintern in der Sonne. Und Gott lief fröhlich pfeifend aus der Kirche auf den Platz. Da sah er auf einer Bank einen kleinen Kerl in der Sonne sitzen und Gott schob sich neben das Männlein, schlug die Beine übereinander und sagte, Kollege? Na, da hat Hermann van Ween aber wirklich schon lange keine Kirche mehr besucht. Viele sind hell und lichtdurchflutet. Es stehen Blumen auf dem Altar und wenn eine Taufe ist, plätschert sogar das Wasser. Aber ja, es ist sehr, sehr schön mit Gott auch so nebeneinander auf einer Parkbank zu sitzen. Das verstehe ich gut. Ja, für mich ist es auch ein schönes Bild und eine schöne Vorstellung. Gott macht sich auf den Weg zum Menschen und setzt sich dann neben ihn bzw. neben mich auf die Parkbank. Und vor allem, er kommt nicht als Chef, sondern als Kollege auf Augenhöhe. Also ich kann mir das gut vorstellen mit Gott auf Du und Du auf Augenhöhe hier auf der Parkbank. Und jetzt frage ich mich natürlich, worüber würde ich wohl mit Gott reden? Smalltalk übers Wetter? Reden über die Menschen, die aktuelle Lage oder über ihn und mich? Naja, ich würde ihm schon erzählen von den Sorgen unserer Zeit, von Corona und vor allem dem Ukraine-Krieg, von den Ängsten, die Menschen haben. Und ich würde es, glaube ich, total toll finden, dass er mit mir da sitzt, ein Gott zum Anfassen, mit dem ich reden kann, der mir zuhört, dem nicht egal ist, wie es mir geht. Das finde ich klasse. Ja, das geht mir genauso. Übrigens, der kommende Sonntag ist der sogenannte Hirtensonntag. Da geht es dann um Jesus als der gute Hirte. Er sagt ja von sich selbst, ich bin der gute Hirte. Ein schönes Bild. Der Hirte, der sich um seine Schäfchen kümmert, der hingeht und hilft und sich kümmert. Egal, ob ein Schaf sich verirrt hat oder Hilfe braucht, wenn es mal nicht so läuft und uns in schwierigen Zeiten zur Seite steht. Oder nicht nur steht, sondern sitzt auf der Parkbank in der Geschichte von Hermann van Ween. Wäre das nicht auch mal eine Perspektive für Sie? Gott nicht als den zu sehen, der seinen Job irgendwie vermasselt, sondern als den, der neben uns sitzt und der mit uns auch durch diese nicht einfachen Zeiten geht, wo trotzdem die Vögel zwitschern und die Blumen blühen. In dem Sinne wünschen Jürgen Schaaf und ich Ihnen eine gute und gesegnete Woche. Angedacht zwischen Rhein und Reben. Impulse aus dem Kirchenbezirk Germersheim.